Hallo und herzlich willkommen zum Monatstarot für den Monat November 2021. So, bevor wir uns überhaupt mit den Guides beschäftigen, erinnert euch bitte, dass der November der 11. Monat ist. Und die 11 ist eine Masternummer. Was das bedeutet ist, dass die Energie des Monats November höher ist als die Energie jedes anderen Monats im Jahr. So, alles, was die Guides hier sagen, ist wahrscheinlich nochmal verstärkt zu verstehen, einfach nur aus dem Grund heraus, dass eben die Energie höher ist. So, wir sind im Sternzeichen des Skorpions, aber bevor wir uns den Skorpion angucken, gucken wir uns mal die Gesamtenergie für den Monat November an. So. Mal schauen, was so los ist im November. Here we go. So, locker machen ist die Mitteilung für den Monat November. Wir haben den Kid Fox, den hier. Wir haben die Maus und wir haben den Bär. Und was der Kid Fox uns sagt, ist, dass zumindest mal zum Beginn des Monats fühlt es sich so an, als wenn viele Sternzeichen sich ein bisschen eingeschränkt fühlen. Energetisch gesehen macht es das natürlich dann schwierig, Entscheidungen zu treffen. Aber das wird mit im Laufe des Monats besser. So um die erste Woche darum, wird das besser. Okay, wir haben am 20. Oktober hatten wir einen Vollmond. Und vom Vollmond zum Neumond, dadurch, dass der Vollmond ja komplett bestrahlt ist und dann zum Neumond geht, der überhaupt kein Licht hat, sind praktisch die 14 Tage nach dem Vollmond energetisch gesehen eine Zeit, um Sachen eben langsamer anzugehen und man auch nicht genau sehen kann, wo man eigentlich genau, in welche Richtung es sich eigentlich lohnt zu gehen. Von daher gesehen macht es Sinn, in der ersten Woche des Novembers einfach mal so ein bisschen Abstand zu halten von irgendwelchen wichtigen Entscheidungen, die ihr fühlt, ihr müsst jetzt treffen. Okay? Energie wird praktisch höher ab dem 8., 9., 8., 8., 9., 10. November darum. Dann wird die Energie wieder höher und dann sieht das auch alles nicht mehr so schlimm aus. Wir haben als Mitteltier die Maus. Und die Maus ist praktisch das Krafttier, das dir sagt, du siehst die Welt genau so, wie sie auch ist. Vertraue also deiner Intuition. Das ist eine der Aufgaben, die wir alle haben, weil es ja die Gesamtenergie ist für den Monat. Das betrifft alle Sternzeichen. Und eine der Mitteilungen für uns ist auch zu wissen, wenn wir fühlen, das fühlt sich seltsam an oder das ist zu gut, um wahr zu sein, vertraut eurer Intuition, vertraut diesem Bauchgefühl, das ihr habt, weil dieses Bauchgefühl ist ja auch da, weil es Sinn macht. Und man kann sich kann schon wieder nicht sprechen hier. Man kann sich auch auf das Bauchgefühl immer verlassen. Also verlass dich drauf. Vertraue dir selbst. Wir haben nämlich als Ausgangsenergie den Braunbären. Und alle Bären sind für Heilung da. Das heißt, auch im November werden wir darum gebeten, uns auch damit zu beschäftigen, Sachen gehen zu lassen, die einfach nicht funktionieren, oder auch Sachen gehen zu lassen, die wir eine ganze Weile schon mit uns rumgetragen haben, die uns aber nicht wirklich dienen. Also auch dafür müsst ihr dann selber Zeit machen, euch Zeit geben, nehmen. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, das war die Gesamtenergie für den Monat November 2021. Jetzt gehen wir ins erste Sternzeichen und unser erstes Sternzeichen ist der Skorpion. Mal schauen, was wir haben.
Okay, für den Skorpion. Wir haben den Mule, Jaguar und Lynx. Das Reh oder das Rentier. Also die Energie von dem Huftier, dem Reh, sagt euch praktisch, oder dir, Skorpion, das war ja auch schon mal in der Gesamtenergie da, ganz wichtig für euch Skorpione, Sachen langsam anzugehen und vor allen Dingen auch Abstand zu halten von Leuten und Situationen, die euch Stress bereiten. Bei dem Reh ist das Problem, dass es wirklich mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das sind so die besten Zeiten für das Reh, sich so ein bisschen zu akklimatisieren. Und alles, was über den Tag hinweg passiert, alles, was irgendwie seltsam ist über den Tag, das Reh sieht das und sagt, wow, und haut ab. Und die Energie ist dann praktisch die für euch zu begreifen, euch Skorpione zu begreifen, dass wenn euch oder wenn ihr über den Tag gesehen viel zu viele Ansagen gekriegt, das muss bis 5 Uhr fertig sein, ihr wisst, was ihr zu machen habt, ihr braucht jemanden, der euch ständig da sagt, was ihr zu tun habt. Und diese Energie ist auch für euch sehr negativ, weil ihr euch dann fühlt wie so ein Kleinkind. Warum erzählst du mir das jetzt 10-mal? Du hast mir gesagt, was zu machen ist, also jetzt gerade so für euch Angestellten, was zu machen ist, lass es mich machen. Ja? So, das ist wichtig als Eingangsenergie. Und dann habt ihr den Jaguar für den Monat November. Der Jaguar ist praktisch ein Tier, das hat Punkte und diese Punkte sind einmalig und kein Jaguar sieht so aus wie ein anderer Jaguar. Und dadurch, dass es euer Mitteltier ist, das heißt, es ist von links und rechts umgeben, ist das das interessanteste oder das wichtigste Tier für eure Messages von den Guides. Und die Mitteilung hier ist: A, wie gesagt, mit dem Reh euch so ein bisschen Freiraum zu schaffen, zu sagen: Hier, ich brauche den Scheiß nicht, hier, dass mir den ganzen Tag eine irgendwie sagt, was ich zu tun habe, also auch so euer eigenes Ding machen, ist wichtig. Und der Jaguar ist natürlich das Mitteltier, das euch sagt, es ist auch wichtig, euch Freiraum zu schaffen, um zu gucken, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und dann dementsprechend auch zu manifestieren. Weil euer Ausgangstier sozusagen ist der Lynx. Und das ist eine Großkatze, die sich immer einen höheren Punkt sucht, um dann die Welt zu beobachten. Das heißt, ihr müsst euch auch einen Freiraum schaffen, von welchem ihr auch neue Energien und neue Ideen aufnehmen könnt, die dann zu einer besseren Zukunft führen können. Aber ihr müsst euch den Freiraum schaffen. Und dementsprechend auch denken, erinnert euch dran, ihr seid ja der Jaguar, ist euer Haupttier für den Monat und ihr würdet euch mit einem Jaguar auch nicht anlegen. Also zeig Stärke, sag den Leuten, was dir nicht passt. Ganz, ganz wichtig in diesem Monat, euch Freiraum zu schaffen. Und vor allen Dingen auch mit diesem Links ist es ganz wichtig, die beste Möglichkeit, neue Ideen für euch selbst in Einklang zu bringen mit eurer täglichen Energie, ist wirklich euch eine Auszeit zu schaffen. Also auch so wirklich zu sagen, und ich brauche jetzt mal so ein bisschen Zeit nur für mich, um hier auf Reisen zu gehen, um zu meditieren. Ist ganz wichtig, dass ihr das spirituell betrachtet, denn eure Guides versuchen euch ja zu erreichen. Und natürlich macht es mehr Sinn, zu denen zu gehen, also auf Journeys auch darum zu bitten, dass die da sind, als irgendwie, während ihr hier tausend Sachen macht in diesem Leben, zu hoffen, dass da eine Mitteilung durchkommt. Okay? So, das war der Skorpion.
Nächstes Sternzeichen ist der Schütze. Ihr habt den Fasan und den Adler. So, der Fasan ist einer von den Tieren, der, obwohl er wirklich intelligent ist, ist es ein Tier, das gerade hier in England, wo ich lebe, the Pheasant, also wie er hier heißt, ist natürlich ein Tier, das hier die ganzen Adligen auch immer schön schießen. Also das heißt, auch wenn, symbolisch gesehen, auch wenn der Fasan wirklich intelligent ist, wird er von vielen abgelehnt. Einfach nur, er wird nicht ernst genommen. Und das ist eine Energie, die ihr begreifen müsst. Wenn Leute euch nicht ernst nehmen, dann müsst ihr mit denen auch nichts zu tun haben. Die einzige Möglichkeit, die der Fasan hat, ist zu sagen, dann verpisse ich mich halt. Ja? Und euer Ausgangstier ist der Adler. Und der Adler sagt euch, wenn ihr irgendwo nicht anerkannt seid, wenn ihr das Gefühl habt, entweder in Beziehung oder auf der Arbeit oder beides, dass ihr hier nicht wirklich nicht wertgeschätzt seid. Der Adler sagt euch, neue Möglichkeiten und neue Richtungen kommen zu euch. Ihr müsst da nichts jagen und ihr müsst da nicht gucken, oh, was mache ich denn jetzt? Also so auch nicht in die Panik gehen. Sachen kommen zu dir. Ganz wichtig für den Schützen. Right? So, das war der Schütze. Gehen wir ins nächste Sternzeichen. Steinbock. Und das ist euer General Reading für den Monat November 2021. So, ich brauche eigentlich gar nicht die Tiere vorzulesen hier, sondern einfach nur die Mitteilung sagen. Das macht die Sache wahrscheinlich ein bisschen excuse me, schneller auch. Für den Steinbock. Wichtig ist für euch zu begreifen, dass wenn ihr euer Leben betrachtet, und das bedeutet das gesamte Leben, also jetzt nicht nur, was jetzt letzten Monat passiert ist oder vor zwei Monaten passiert ist, sondern einfach nur mal ein bisschen auch so zu sagen, jetzt werde ich mal schauen, wo bin ich hier eigentlich im Leben? Ja? Wo bin ich hier eigentlich? Bin ich an einem Ort oder an einer Stelle, wo ich mich glücklich fühle und anerkannt fühle? Weil ihr werdet dann merken, wenn ihr mal so ein bisschen stoppt und auch mal hinzugucken, was ihr eigentlich alles erreicht habt, dass ihr auch Fortschritte gemacht habt. Und von daher gesehen ist es ganz wichtig, dass man auch Leuten, die euch das Gefühl geben, ihr seid noch immer dieselbe Person, die vor 5 Jahren kennengelernt haben, so nach dem Motto, und ihr habt euch nicht verbessert und ihr seid nicht gewachsen, ihr seid gewachsen und ihr seht viele Sachen auch viel reifer, als es noch vor ein paar Jahren war. Und wenn Leute nicht, wenn ihr wachst, und die Leute, mit denen ihr lebt oder die Leute, mit denen ihr arbeitet, wenn die nicht mit euch wachsen wollen, dann bedeutet das irgendwann, dass die nicht mehr begreifen, wer ihr seid. Und es wird dann Zeit zu sagen, okay, ich suche mir mal meinen eigenen Tribe, meinen eigenen Kreis. Und das ist eins von den Mitteln, die ich hier kriege, weil ihr habt also den Osprey. Und das bedeutet praktisch, dass ihr Fortschritte gemacht habt. Und wenn ihr dann begreift, dass nicht jeder es mag, wenn ihr Fortschritte gemacht habt und dass viele Leute auch ganz gerne vielleicht wollen, dass ihr verschiedene Rollen einfach spielt und es war schon immer so und du bleibst da jetzt nach dem Motto, wenn ihr einen Neuanfang wollt und einen Neuanfang manifestiert, das funktioniert auch, weil ihr seid ja schon gewachsen, ihr habt ja schon andere Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Also auch daher gesehen ist es ganz wichtig, euch wirklich nicht einreden zu lassen, dass ihr nichts wert seid und dass egal was ihr macht, nichts funktioniert. Das ist alles nur Gelaber und ihr müsst da nicht hinhören. Okay, das war der Steinbock. Jetzt gehen wir zu den Wassermännern. Wassermänner? Ihr habt einen Monat der Heilung und der Reinigung. Und was wichtig ist für Wassermänner oder für das Sternzeichen Wassermann, ist,
Ihr habt hier auch energetisch gesehen viel Rauch. Und ihr habt die, what is called, die Maze Mother. Und die Maze ist praktisch ein Riesenfeld. Und ihr habt praktisch die Mutter des Feldes, die sich darum kümmert, dass alles, was da wächst, richtig wächst und dass das auch gewässert wird, falls es überhaupt ein deutsches Wort ist. Lange Rede, gar keinen Sinn. Was wichtig ist, ist, ihr seid nicht alleine. Also eure Guides sind auch bei euch. Und ihr seid auch im Moment in einer Energie, wo Wachstum stattfindet und wo es wichtig ist, auch für euch um euch selbst zu kümmern. Ganz wichtig. Also auch so ein bisschen, vielleicht sogar so ein bisschen, ich mache jetzt mein Ding und du wartest mal. Energie. Also auch mal Leute so in ihren zurückweisen einfach ist wichtig, denn ihr habt als ausgehende Energie Rauch. Und das bedeutet, dass es Zeit wird, dass ihr mal so ein bisschen reinigt. Und das Reinigen bedeutet natürlich nicht nur, dass ihr die Energie reinigt, sondern dass ihr auch mal so ein bisschen guckt, wer ist mir eigentlich hier im Weg? Und wer hält mich klein? Und wer behandelt mich, als wenn ich nicht wüsste, wer ich bin? Okay? So, das ist die Energie für den Wassermann. Jetzt gehen wir ins Sternzeichen Fische. Mein Sternzeichen. Und wir sind im Monat November 2021. Für den Fisch ist es ganz wichtig, ihr müsst genau genommen bei allem, was ihr tut, auch selber die Kraft haben zu sagen, okay, und ich bestimme, was in meinem Leben passiert und ich bestimme, in welche Richtung mein Leben geht. Ganz, ganz wichtig, weil ihr habt den Wolf, der praktisch das Rudel führt. Also führe dein Rudel. Und wenn dein Rudel nur aus dir besteht, dann führe eben das Rudel mit dir selbst. Wenn da andere Leute sind, es wird Zeit, dass die deinen Vorschlägen Folge leisten. Und dann als ausgehendes Tier habt ihr den Skarab, das ist auch ein Dung Beetle, also das ist diese, keine Ahnung, wie in Deutsch heißt, aber dieser Käfer, der so die Kacke wegrollt. Ja, und der ist oder war in Ägypten verehrt, weil er einfach auch eine lange, lange Zeit einfach nur im Sand liegen kann. Und wenn dann der Sand oder der Boden reichhaltiger ist, dann fängt er wieder an zu arbeiten. Das heißt, was auch wichtig ist dann für euch, ist auch zu begreifen, nur weil ihr mal Phasen hattet, wo eben gar nichts ging, heißt das nicht, dass das euer Leben sein muss. Ja, fang wieder an zu arbeiten an Dingen, die du wirklich machen willst. Dadurch, dass ihr ja diesen Dungbeetle habt, also auch so hier in der Scheiße nach oben schieben, bedeutet es halt, dass es auch unter Umständen, auch wenn es schwierig ist, für euch, euch einen Neuanfang zu schaffen, im November mit der Zahl 11 nochmal, also stärkere Energie, macht es Sinn, im November dahin zu gucken, wohin ihr eigentlich gehen wollt. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann folgt denen einfach. Wenn ihr irgendwas studieren wollt, dann studiert das einfach. Und ohne, dass ihr irgendjemandem Recht, dass ihr das rechtfertigen müsst. Okay? So, das waren die Fische. Jetzt gehen wir zum Widder. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, wenn ich ein Video mache, aber dadurch, dass ich hier in England lebe und auch hier in England keine deutschen Freunde habe und auch ganz selten, relativ selten zumindest, mit Leuten in Deutschland spreche, fällt es mir immer schwierig, die Worte zu finden. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Videos etwas besser. So, wir sind jetzt beim Widder und ihr habt die Eule und den Grizzlybär. So, was das bedeutet ist, für den Monat November, für das Sternzeichen Widder, hört, was um euch herum gesagt wird. Ja, nehmt wahr, was Leute sagen, vor allen Dingen, wie die Leute sprechen.
Ist die Energie respektvoll? Ja oder nein? Ganz wichtig für euch auch zu begreifen, dadurch, dass ihr auch ein Sternzeichen seid, oder Mensch seid, der recht tief ist. Wenn Leute euch das Gefühl geben, dass eure Meinung nicht wichtig ist, eure Seele wird davon verletzt oder dadurch verletzt. Und es wird Zeit, dass ihr zuhört, wer wie spricht und dann Veränderungen macht, weil ihr habt den Grizzlybär. Und alle Bären, wie ich schon sagte, im anderen Sternzeichen, Bären sind immer für die Heilung. Und wenn hier ein Grizzlybär wäre, dann würde niemand hier bleiben. Was das bedeutet ist, dass wenn es darum geht zu sagen, ich möchte und ich verlange, dass man mich gut behandelt, ja, weil wenn ihr Leute gut behandelt, dann habt ihr auch das Recht, gut behandelt zu werden. Dann müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen Stärke zeigen und vielleicht auch mal Krallen ausfahren, damit die Leute, die euch einschränken, einfach auch begreifen, dass Einschränken einfach nicht eine Sache ist, die hier stattfinden kann. Ja? Okay, das war Widder. Jetzt gehen wir in das Sternzeichen Stier. Wir sind im November 2021. Stier, ihr habt eine andere Eule und den Frosch. So, wir hatten gerade die Eule, Stier, und das bedeutet halt auch, wie gesagt, hinhören, was genau passiert in eurem Umfeld und auch mal hinhören, ob die Leute eher euch sagen oder von euch verlangen, dass ihr denen helft oder ob sie euch unterstützen bei den Sachen, die ihr machen wollt. Also hinhören und wirklich mal so ein bisschen. Auch mal schauen, was genau passiert, ist ganz, ganz wichtig für euch diesen Monat. Und ihr habt den Frosch. Und der Frosch kann an Land und im Wasser leben. Und das bedeutet für euch Stiere, dass egal was passiert in eurem Leben, ihr seid okay. Und egal was das Leben euch hinwirft, ihr schafft es. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass irgendwie alles nach unten geht und dass nichts funktioniert. Ihr schafft alles. Es ist natürlich wichtig, dass ihr auch Leute habt in eurem Leben, die euch das ab und zu mal sagen. Es hilft, wenn Leute sagen, hier, du bist klasse und ich bedanke mich bei dir für alles, was du für mich tust. Und manchmal muss man den Leuten halt auch sagen, dass man gerne anerkannt werden würde, vor allen Dingen dann, wenn man das verdient. Okay, das war Stier. Jetzt gehen wir zum Zwilling. Zwillinge. Egal, wie ihr im Moment auch euer Leben betrachtet, für euch im November öffnen sich ganz viele Toren. Türen. Toren. Öffnen sich ganz viele Türen. Und all diese Türen führen auch irgendwo hin. Und im Moment, energetisch gesehen im November, ist es nicht wirklich wichtig, welcher Tür ihr folgt, sondern einfach nur, dass ihr bewusst begreift, wow, ich bin hier nicht gefangen. Es gibt andere Möglichkeiten für mich. Und dann einfach mal anfangen zu gucken, welche Tür ist es eigentlich, die sich hier öffnet, oder welche Tür möchte ich denn, dass sich öffnet. Also auch so mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen Bilanz ziehen und dann mal gucken, wie es weitergeht, weil ihr habt den Falken als euer Ausgangstier und das bedeutet, dass der Falke immer was zu essen findet. Immer. Und das bedeutet, dass ihr auch begreifen müsst, dass wenn ihr das Gefühl habt, ich bin hier total eingeschränkt, ihr seid das nicht. Im November seht ihr ganz viele Neuanfänge, ganz viele neue Türen, die sich öffnen können. Und euer anderes Krafttier, der Falke, sagt euch, egal welche Tür du nimmst, wirklich, völlig egal welche Tür du nimmst, du wirst immer auf die Füße fallen. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, das war Zwilling Krebs. Krebs, ihr habt den Panther und den Kingfisher. So. Der Panther sagt euch als Krebs, es macht keinen Sinn, euch
zu verstecken. Es macht keinen Sinn, euch ständig zurückzunehmen oder auch zurückzuhalten, nur um den Frieden zu wahren. Das funktioniert nicht. Es gibt keine Verbesserung, es sei denn, ihr sagt was. Es sei denn, ihr sagt, okay, stopp. Jetzt sage ich euch mal oder sage ich dir mal, wie ich mich fühle. Also ihr müsst in diesem Monat ganz deutlich auch mal so ein bisschen ins Rampenlicht gehen und sagen, ich bin auch noch hier. So, das ist ganz wichtig für den Krebs. Und ihr habt den Kingfisher. Und der Kingfisher ist praktisch ein Tier, egal wie schief der Baum ist. Und der Baum kann euer Leben repräsentieren. Der Kingfisher kann den ohne Probleme bearbeiten. Das heißt, auch hier, wenn ihr euch, oder wenn ihr denkt, ich bin die Schwächere oder der Schwächere in der Beziehung, oder ich bin derjenige, der halt hier angestellt ist, von daher gesehen muss ich machen, was die sagen. Es gibt Grenzen für alles. Und es geht hier einfach darum, zu gucken, wo werde ich eigentlich, in welchem Bereich muss ich eigentlich zu viel machen? In welchem Bereich werde ich eben nicht ernst genommen? Und da dann eben auch mal eine Ansage zu machen, dass das einfach nicht richtig ist. Okay? Das war der Krebs. Jetzt gehen wir zum nächsten Sternzeichen. Löwe. So, kann man anders hinsetzen hier. Löwe. Really cool für einen Löwen. Ihr habt den Bighorn Sheep. Und ihr habt den Red Fox. So, was das bedeutet ist, für den Monat November, der Sheep, also ist das Schaf, hängt an der Klippe auf zwei Beinen, ohne runterzufallen. Was das bedeutet ist, egal wie steil euer Leben ist im Moment, egal wie schwierig Sachen sich anfühlen, ihr fallt nicht herunter. Das Leben geht weiter, egal wie schwierig es sich anfühlt. Das Leben geht weiter und ihr braucht auch keine Angst zu haben im Leben sozusagen, weil alles, was passiert, passiert oder hat einen Grund, warum es passiert. Und hier geht es einfach darum zu sagen, okay, ich vertraue jetzt auch mal, dass der Pfad, auf dem ich mich befinde, der richtige ist. Und das ist das, was die Guides euch eben sagen wollen. Also hier ist nichts energetisch gesehen, wo ihr gesagt kriegt, wow, aufpassen. Und ihr habt den Fuchs. Und der Fuchs ist praktisch ein Tier oder ein Krafttier, das euch sagt, du bist eine alte Seele. Du begreifst eigentlich schon beim Hingucken, ob du, und darum geht es hier auch energetisch gesehen, für euch Löwen, Löwe, kann ich der Mitteilungen oder dem Rat dieser anderen Person vertrauen? Darum geht es halt auch, zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn mir jemand sagt, okay, wir müssen das und das machen. Also gerade so, es ist so energetisch gesehen, also auch so gesundheitlich, wenn jemand sagt, okay, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen. Immer mal stoppen und gucken, ob das für euch Sinn macht. Okay? Also nicht blind einfach folgen, aber einfach auch zu gucken, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, der ein Fachmann ist in einem Bereich, vielleicht macht es auch Sinn, dann hinzuhören. Okay? So, das war Löwe. Jetzt kommt die Jungfrau. Für die Jungfrau im November 2021 ist es ganz, ganz wichtig, euch nur um euch zu kümmern. Alles andere ist völlig irrelevant. Die Meinung von anderen, völlig irrelevant. Gesagt zu kriegen, also das ist das, was sie mir gerade geben, ist, also so zeigen mir das meine Guides, die zeigen mir jemanden, der als Krankenschwester arbeitet oder in so einem Bereich halt, und auf einmal wird gesagt, so ja, wir brauchen dich in der Schicht und wir brauchen dich in der Schicht, und die Jungfrau wird einfach nur, wow, muss ja 10.000 Sachen gleichzeitig machen und dann kriege ich noch Ärger, wenn die Qualität nachlässt. Das ist die Energie oder das Szenario, das die Guides mir zeigen. Und ganz wichtig für die Jungfrau ist einfach auch zu begreifen, egal wie sehr du deine Meinung sagst, viele Leute machen einfach ihr Ding
und hören einfach nicht zu. Und du hast den Hawk und der Hawk nimmt praktisch die Luft, die vom Felsen kommt und gleitet einfach nur. Das heißt, macht euer Ding, ja, stelle sicher, dass egal wo du arbeitest, weil wie gesagt, das Szenario, das mir gezeigt wurde, war halt diese Person, die im Krankenhaus arbeitet und da ist immer viel zu tun und viel zu wenig Personal. Und das war das Szenario, das sie mir zeigen. Und vielleicht ist dann einfach Zeit auch mal zu sagen, weißt du, ich arbeite so schnell, wie ich kann. Das muss jetzt mit dem Szenario, das die Guides mir zeigen, überhaupt nichts zu tun haben. Es geht einfach nur darum, dass sie mir einen Bereich zeigen, wo andere Leute euch sagen, wie Dinge zu laufen haben, ohne zu merken oder überhaupt daran interessiert zu sein. Dass es euch müde macht und dass ihr auch energetisch gesehen Grenzen habt. Und es ist Zeit, dass ihr diese Grenzen einfach auch so ein bisschen, ohne im November aggressiv zu sein oder auch so zu sagen, und jetzt hört es auf. Ihr müsst einfach so sagen, okay, im Moment scheint es wohl so zu sein, dass es Schwierigkeiten gibt, aus der Nummer rauszukommen. Dann mache ich mal mein Ding langsamer, weil ich das sonst gar nicht schaffe. Und dann lasse ich einfach mal 5 Grad sein. Okay, das war die Jungfrau. Jetzt gehen wir ins Sternzeichen Waage, unser letztes Sternzeichen für den Monat, weil wir ja mit dem Skorpion angefangen haben. Wir sind im November 2021 und ihr habt den Frosch und den Blue Heron. Habt keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Was euch gesagt wird für die Waage. Der Frosch, wie ich schon sagte beim anderen Sternzeichen, der Frosch ist ein Tier, das kann im Wasser und auf Land leben. Und was das bedeutet ist, egal was kommt, egal was passiert im November, du schaffst es. Egal wie schwierig sich Sachen anfühlen, du schaffst das. Okay? Und dann habt ihr den Heron. Und dieser Vogel hier, der steht im Wasser den ganzen Tag auf einem Bein. Und wenn der Fisch kommt, sagt er Dankeschön. Das heißt, das ist kein Monat, der November ist für euch kein Monat zu sagen, also das pisst mich hier total an und ich will jetzt Veränderung haben und ich suche mir jetzt was Neues und ich mache jetzt nichts mehr mit und dich verlasse ich jetzt. Also diese ganzen Energien, die mit viel Energie zu tun haben. Ganz, ganz wichtig, neue Möglichkeiten kommen zu dir. Lass sie einfach zu dir kommen. Mach dein Ding, ja. Du kannst, wenn du aus der Nummer raus willst oder wenn du sagst, das ist nicht mehr mein Leben und das muss ich ändern, dann ändere es langsam. Also was ich hier praktisch kriege, ist, dass es für die Waage wenig Sinn macht, viel Energie mit Erklärungen zu verbringen oder auch, wenn man dann, also wenn du dann so ein bisschen frustriert bist und dann einfach so sagst, bringt gar nichts, geht nirgendwo hin, bringt auch keine Änderungen, wenn du aggressiv bist. So, von daher gesehen, ganz, ganz wichtig für die Waage, langsam Veränderungen zu schaffen. Einfach mal vielleicht sich umgucken, was gibt's Neues. Und langsam Möglichkeiten zu erschaffen. November ist kein guter Monat für die Waage, hier die Galaschnikow aus dem Schrank zu holen und zu sagen, und du haust jetzt ab. Okay? Das war euer Monatstarot für den Monat November 2021. Bis zum nächsten Mal.